Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen 9FF-Video. Heute mal wieder, bin ich mal wieder dran, Technik. Und zwar, zurzeit ist ja in den Medien, wird sehr viel diskutiert über Verbrennungsmotoren, deren Nachfolge, wie es weitergeht, welche Systeme alle da sind, welche Technologien. Und ich wollte das heute ganz gerne mal ein bisschen aus unserer technischen Sicht beleuchten und wie wir zu den unterschiedlichen Sachen so stehen. Wie ich gesagt habe, ist das jetzt stark im Gespräch, seit, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren oder wann auch immer, seitdem ja der große Abgasskandal war. Wir haben uns schon relativ früh mit dem ganzen Thema beschäftigt. Wir haben 2008 damit angefangen, erste Fahrzeuge auf dem Betrieb mit E85, also mit einer Mischung aus Benzin 15% und 85% Ethanol zu betreiben. Wird in südamerikanischen Ländern sehr stark gemacht. Brasilien ist da, ich glaube, federführend. Da fahren fast alle Autos inzwischen mit oder fuhren mit E85, weil das Verbrennen dieses Kraftstoffs deutlich weniger Schadstoffausstoß generiert. Das heißt also, die Verbrennung im Motor ist viel umweltverträglicher. Was nicht so gut ist an dem Ethanol, der wird speziell in den südamerikanischen Ländern speziell aus Mais gewonnen. Und aus anderen nachwachsenden Rohstoffen, die aber natürlich dann wiederum Ackerbaufläche gebrauchen, weil sonst kann man es ja nicht anbauen, und auf denen dann wiederum keine Nahrungsmittel hergestellt werden können. Was natürlich auch nicht so ganz astrein ist, gerade in Ländern, gerade wenn man immer weiter in Richtung Süden geht in Amerika, wo dann vielleicht auch nicht gerade unbedingt Nahrung im Überfluss zur Verfügung steht. Ja, damit haben wir 2008 angefangen, und zwar das erste Auto war ein Cayman. Den haben wir damals, ja, da war der Cayman noch relativ neu auf dem Markt. Nachdem wir mit der Sorgmotorentwicklung fertig waren, haben wir den dann umgebaut auf einen GT2-Motor mit Biturbo und dann gleich die Tankanlage entsprechend ausgelegt, weil man hat ja mit diesen Ethanolkraftstoffen einen deutlich höheren Verbrauch, etwa das 1,3 bis 1,4-fache, weil der Brennwert nicht ganz so hoch ist. Ja. 9FF Bioethanol nicht, denn das E85, das dieser Porsche verbraucht, wird genauso eingeführt wie Benzin. Der einzige Unterschied, dieser Kraftstoff wird nicht aus Erdöl, sondern meist aus Zuckerrüben und Mais gewonnen. Und damit wächst er nach. Der Cayman S fährt inzwischen mit einem Biturbomotor, GT2-Getriebe und Turbofront spazieren. Dazu mussten einige Innereien ausgetauscht werden. Bioethanol hat einen geringeren Brennwert. Das heißt, man muss etwas mehr einspritzen. Und um die Drücke nicht zu weit zu steigern, haben wir gesagt, wir bauen Einspritzdüsen mit einem größeren Durchlass ein. Zusätzlichen einstellbaren Benzindruckregler, insgesamt komplett neue Benzinleitungen, weil das Ethanol eben andere Eigenschaften hat als Benzin und dann auch anders aggressiv ist zu den Leitungen. Wir haben veränderte Benzinpumpen, ethanolfähige Benzinpumpen. Mit dem Auto waren wir auch in Nardo. Beim ersten Mal leider gar nicht funktioniert. Da ist nämlich direkt bei der Anreise schon ein Sensor, und zwar der Map-Sensor, kaputt gegangen. Das heißt, das Auto hatte keine Ladedruckerkennung mehr und da ging gar nichts in Nardo. Da sind wir nur rumgestottert im Notlauf. Also nicht verhindern, ohne Öl fährt auch ein Biosportler nicht nach Oschersleben. Das Auto ist gestrandet aufgrund eines Öllecks, hat sein komplettes Öl von sich geworfen. Das Leck in der Ölleitung rührt momentan, so wie wir es momentan sehen, von dem Quedlinburger Kopfsteinpflaster her. F hat eine Taskforce für solche Fälle. Zwei Mechaniker sind im Preis von 149.000 Euro inklusive. Die finden nicht nur den Fehler, sondern können ihn sogar an Ort und Stelle wieder beheben. Wir haben das Problem jetzt lokalisiert. Genauer gesagt, die Mechaniker haben es lokalisiert. Es ist ein Riss im Öltank. Der Zulauf zur Trockensumpfschmierung hat einen Riss und dadurch ist das ganze Öl entwichen. Also es ist definitiv Außeneinwirkung, also kein Tuner-Schaden, sondern definitiv durch äußere Einflüsse verursacht. Im zweiten Versuch war es dann sehr gut. Da waren wir dann direkt schnellstes Alternativkraftstoff betriebenes Fahrzeug der Welt. Ich weiß gar nicht mehr mit wie viel. 356, 52. Matti blendet das ein. Du weißt das. Du bist die Datenbank. Nein. Das Problem hat Ethanol nicht. Der Porsche Cayman fliegt förmlich über den Asphalt. Denn Ethanol hat etwa 107 Oktan und wirkt damit sogar leistungssteigernd. Die Fahrwerte des 9FF Bioturbo sind jenseits aller Vorstellungskraft. Er hat Vortrieb ohne Ende, beschleunigt von 0 auf 300 in 26,8 Sekunden. Traktionsprobleme hat er in den ersten zwei Gängen immens, aber dafür geht es danach umso heftiger vorwärts.
Leider hat er kein ABS, das fehlt ihm. Deswegen sind die Bremswerte nicht so gut ausgefallen. Aber das, denke ich mal, lässt sich noch nachträglich einbauen, denke ich. Und ja, dann ging das immer so weiter. Die Entwicklung, leider war da relativ wenig Nachfrage, eigenartigerweise. Lag vielleicht auch daran, weil das Tankstellennetz zu der Zeit in Deutschland zum Glück zwar noch existent war für E85, aber eben nicht besonders verbreitet. In Dortmund hatten wir nur eine einzige Tankstelle. Ansonsten, wenn man irgendwo hin wollte, muss man echt planen. Also quasi so, wie es vor einem Jahr noch war, wenn man E-Auto gefahren ist. Da hat man mehr Recherche betrieben, als ob man gefahren ist. Zurzeit gibt es in ganz Deutschland ungefähr 200 Ethanol-Tankstellen. Und das ist auch zunächst mal das größte Problem. Denn alltagstauglich ist ein Bio-Ethanol-Sprinter nur mit einer guten Planungsübersicht. Und selbst die kann daneben liegen. Wir haben vor Fahrtbeginn uns eine Liste zusammengestellt mit ungefähr einem halben Dutzend Tankstellen, die alle an der Strecke liegen sollten. Die Esso-Tanke auf dieser Liste schien mir am vertrauenserweckendsten. Leider hat sich jetzt herausgestellt, dass das offensichtlich keine Esso-Tanke im herkömmlichen Sinne ist, sondern irgendwie ein bisschen was anderes. Irgendwas anderes, was ab 17 Uhr wohl schon komplett die Schotten dicht hat. Und so stehen wir hier. Aber zum Glück haben wir in Hannover noch eine andere Tanke. Und zum Glück ist der Tank noch nicht restlos leer. Aber das mit Bioethanol ist so eine Sache. Ja, letztendlich waren die ganzen Versuche aber eigentlich gut. Kann man nicht anders sagen, weil Leistung war gut. Die ganzen Temperaturen im Motor waren geringer, weil die Verbrennung etwas niedriger, die Temperatur ist niedriger. Und was ganz erstaunlich ist, Laufgeräusch des Motors viel, viel leiser. Man kann sich das vorstellen, wenn man sich einen Dieselmotor vorstellt im Vergleich einen Benzinmotor. Der Dieselmotor läuft eher hart und nagelnd. Der Benziner läuft deutlich sanfter. Und den gleichen Sprung nochmal in Richtung Benziner noch weiter. So liefen die Motoren mit E85. Unglaublich gleichmäßiges und seidiges Laufgeräusch. Also für uns eigentlich eine ganz tolle Sache. Aber dann wurde irgendwann, war der Steuervorteil dahin für E85 und das Ganze wurde nicht mehr weiter gefördert. Das heißt, die Tankstellen haben das alle aus dem Programm gestrichen und damit war für E85 tot. Ach, kurz vorher haben wir es noch mal ein bisschen extremer betrieben. Mit einem umgebauten GT3, einem G-Turbo 1400. Oranges Auto, vielen bekannt als der Getigerte, der dann hinterher nochmal umfoliert wurde in einem Design Orange mit Grau und Hellgrün. Innenraum auslackiert, wilde Spoiler. Aerodynamisch wirklich ausgefeilt bis ins allerletzte mit Windkanaltests und einem unglaublichen CW-Wert, den wir da erreicht haben von 0,265. Fast, wenn man scharf im Kopf überlegen, 25% besser als der serienmäßige GT3. Ja, mit dem Auto sind wir dann in Nardo nochmal 390 gefahren, 392. War wieder Weltrekord für alternativkraftstoffbetriebene Fahrzeuge. So, das zum Exkurs. Also das heißt, wir beschäftigen uns schon etwas länger damit. Wir beschäftigen uns auch mit E-Antrieb. Als der Panamera Hybrid auf den Markt kam, das war ja das erste Fahrzeug, was Porsche mit Hybrid, also mit einer Kombination aus E-Motor und Verbrennungsmotor angeboten hat, auf den Markt kam, haben wir dafür sofort ein Programm erarbeitet. Leistungssteigerung sowohl für den E-Antrieb als auch für den Verbrennungsmotor mit tollen Resultaten. Also es war relativ, aus unserer Sicht gesehen, technisch einfach und auch ein großer Sprung, das Ganze zu realisieren. Trotzdem, trotz massiver Bewerbung, haben wir es nicht geschafft, auch nur einen zu verkaufen. Haben das Projekt dann wieder eingestellt, leider. Vielleicht waren wir etwas zu früh damit, ist jetzt ja auch schon einige Jahre her, 5, 6, 7, 8 Jahre. 2014, glaube ich, war es. Ja, 8 Jahre her. 9 Jahre jetzt schon fast. Vielleicht waren wir einfach zu früh. Nichtsdestotrotz, die Zeit ist ja nicht wirklich drüber hergegangen. Der Ruf nach Alternativen zum Verbrennungsmotor wird ja immer stärker. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir reden mal über so ein paar unterschiedliche Konzepte, die es da gibt, was ich davon halte, wie ich da die Zukunftsaussichten sehe. Einfach mal so aus meiner technischen Sicht. Ich hoffe, nicht zu sehr voreingenommen. Apropos voreingenommen, da sage ich gleich im ersten Wort, der Elektromotor ist ein Supermotor, weil, wissen vielleicht nicht alle, er in jeder Drehzahl das gleiche Drehmoment liefert, ganz anders als ein Verbrennungsmotor. Der braucht ja immer eine gewisse Drehzahl, bei der dann der beste Mitteldruck ist, also die beste Füllung der Brennräume, um dann in dem Punkt sein höchstes Drehmoment zu erzeugen. Bei Leerlaufdrehzahl ist die Kraft eher gering, also Kraft ist das Drehmoment.
Und bei höchster Drehzahl ist es normalerweise auch wieder etwas geringer. Das heißt, die Drehmomentkurve ist immer so eine Kurve. Standgas, mittlere Drehzahl, höchste Drehzahl. Oder Standgas, mittlere Drehzahl, höchste Drehzahl. Beim Elektromotor ist es immer hier ganz oben. Deshalb ist es eigentlich ein toller Motor. Außerdem arbeitet er sehr effizient. Der erzeugt nur ganz wenig Wärme. Ganz anders als ein Verbrennungsmotor, der eher eigentlich uneffizient ist, weil der Großteil der Energie, die man ihm zuführt, wird nicht wirklich in Bewegung und Kraft und Vortrieb umgesetzt, sondern der Großteil geht leider in Wärme verloren. Und deshalb wird der Kraftstoff, der zugeführt wird, die Energiemenge, nicht wirklich top genutzt. Und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum man sagt, der Elektromotor ist im Vorteil gegenüber dem Verbrennungsmotor, weil die Effizienz viel besser ist. Das heißt, ich kriege aus, ich sag mal, die Energiemenge eines Liters Benzin, kriege ich beim Verbrennungsmotor nur 30% Energie, beim E-Motor 90% Energie. Das heißt, ich habe einen riesen Vorteil, ich brauche viel weniger Energiemenge, um das Gleiche zu erzeugen, was natürlich ökologisch immer viel besser ist. Der E-Motor muss aber ja natürlich irgendwie mit Elektrizität betrieben werden. Und da kommt das große Problem ins Spiel. Elektrizität lässt sich natürlich, oder nein, was heißt natürlich, lässt sich nicht so gut, so einfach speichern wie einfach Benzin im Tank. Benzin im Tank hat eine unglaublich hohe Energie, kann schnell nachgefüllt werden, die ganzen Vorteile brauche ich nicht zu erklären, kennt jeder selber. Und das kann Elektrizität eben nicht. Die kann nur gespeichert werden in einer Batterie, zumindest zur Zeit. Sie kann auch anders gespeichert werden als Energie in Wärme und kann dann wieder zurückgewonnen werden und so weiter und so weiter. Aber im Auto natürlich alles Blödsinn. Das heißt, im Auto geht zurzeit nur eine Batterie. Und eine Batterie, wenn man damit auch weit fahren will, ist sehr groß und sehr schwer, weil ohne dass sie groß ist und schwer ist, kann sie eben nicht so viel Energie speichern, dass man dann damit wirklich mit einem großen SUV, was 2,5 Tonnen wiegt, trotzdem 500 Kilometer fährt. Und groß und schwer heißt 500, 600, 700, 800 Kilo für eine Batterie. Das ist halb so schwer wie ein Golf GTI, dass man immer nur mitschleppt anstelle des Tanks. Ist schon mal auch schlecht für die ganze Energiebilanz, weil ein schweres Auto in Bewegung zu setzen, braucht viel mehr Energie als ein leichtes Auto. Also ist aus meiner Sicht die ganze Technologie Batterie nicht perfekt, zumindest nicht für Langstreckenautos. Also ein E-Auto halte ich für sinnvoll, Stadtverkehr, auch schon um Abgase und Emissionen aus der Stadt rauszukriegen, weil im wirklichen Betrieb ist ein E-Auto ja wirklich nahezu emissionsfrei. Natürlich wird für die Versorgung mit Energie wird auch wieder werden Emissionen erzeugt, weil zurzeit wird ja nicht die komplette Elektroversorgung über regenerative Energiegewinnung gewonnen, sondern das meiste ist ja schon noch. Es wird irgendwo was anderes verbrannt, um Strom zu erzeugen. Brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Und das wird auch noch lange so bleiben. Das heißt, ein E-Auto fährt ja letztendlich über die Energiebilanz nicht schadstoffausstoßfrei. Aber wenn es eben betrieben wird, wenn es einmal geladen ist, fährt es in der Stadt emissionsfrei und das ist eine gute Sache. Und wenn man nur eine kleine Reichweite hat, wie ich gesagt habe, für ein Stadtauto vielleicht 100 Kilometer, ist die Batterie nur klein, das ganze Ding bleibt leicht. Der Wirkungsgrad des Gesamtkonzepts des Autos funktioniert, ist, finde ich, eine gute Lösung, fährt sich gut, lässt sich abends aufladen, vorausgesetzt man wohnt irgendwo, dass man es auch kann und nicht in einem 30-Familienhaus und hat überhaupt gar keine Möglichkeit, dann haut es schon wieder nicht hin. Auch eins der Nebenprobleme der Elektromobilität. Also insgesamt ist das ganze Thema elektrobetriebenes Auto für Kleinstwagen vielleicht okay, für alles, was größer ist, finde ich es völlig bekloppt. Wichtiges Thema in dem Zusammenhang auch noch, für eine große Batterie braucht man natürlich viel mehr Rohstoffe, von denen es auf der Welt nur ganz begrenzt gibt. Und die auch hauptsächlich noch nicht gerade in europäischer Hand sind. Ich will hier mal keine Feindbilder aufbauen. Aber sind natürlich genau da bei den Leuten, mit denen wir eigentlich zu tun haben wollen. Egal, das war jetzt am Rande, bitte schneiden. So, also ist das mit den Batterien nicht wirklich gut. Als Alternative für ein Elektroauto als Antrieb bietet sich natürlich die Brennstoffzelle. Wahrscheinlich werden die wenigsten wissen, was eine Brennstoffzelle überhaupt ist. Das klingt immer so nach Raketenantrieb oder irgendwas. Brennstoffzelle ist eine relativ simple Sache. Eine Brennstoffzelle erzeugt elektrischen Strom.
Und zwar durch eine chemische Umwandlung von Wasserstoff. Wasserstoff ist ja einer der Grundbausteine von allem und kann auf unterschiedliche Arten gewonnen werden, kann flüssig oder gasförmig verarbeitet werden, kann fast so ähnlich gehandelt werden wie Benzin oder Diesel. Das heißt, könnte wahrscheinlich durch Pipelines fließen, könnte gasförmig Wasser, also flüssig gespeichert werden, kann an einer Tankstelle nachgetankt werden, ähnlich wie Benzin. Etwas heikler, weil ein paar werden es wissen, Wasserstoff heißt ja auch gleichzeitig Knallgas, weil es so hochexplosiv ist. Aber letztendlich ist Benzin auch hochexplosiv. Und man tut immer so, als wenn bei Wasserstoff alles lebensgefährlich wäre. Bei Benzin ist es genauso gefährlich. Wir haben uns nur an den Umgang gewöhnt und da können wir uns bei Wasserstoff auch dran gewöhnen. Also, in der Brennstoffzelle wird Wasserstoff umgewandelt in elektrische Energie. Man braucht nur noch eine ganz kleine Batterie im Auto als Zwischenspeicher, als Puffer. Und darüber kann ein Elektromotor betrieben werden. Und man hat keine Einschränkungen in Bereichen wie Langstreckentauglichkeit, Geschwindigkeit des Nachtankens, alles im Bereich wie vom normalen bekannten Verbrennungsmotor. So, und großer Vorteil bei Wasserstoff ist, wenn er verbrannt chemisch behandelt wird, dann kommen hinten aus dem Auspuff keine Abgase, sondern Wasserdampf. Und zwar nur Wasserdampf. Das heißt, das ganze System arbeitet auch was emissionsfrei. Für mich die perfekte Lösung. Man könnte, vielleicht stelle ich es mir auch zu einfach vor, das bestehende Tankstellennetz umbauen auf Wasserstoff. Die Versorgung wäre alles relativ einfach. Ja, also für mich ist das der Antrieb der Zukunft. In Verbindung mit einem tollen Elektromotor, mit unglaublich tollen Fahrleistungen, toller elektronischer Regelung, die über einen Elektromotor natürlich viel einfacher ist als bei einem Verbrennungsmotor, wäre das, glaube ich, eine perfekte Alternative für Neuwagen jeglicher Couleur und Reichweite und Fahrzeugklasse. Wasserstoff würde aber noch was anderes bieten, und zwar die Nachrüstung von bestehende Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Im Verbrennungsmotor wird jetzt ja zurzeit Benzin oder Ethanol oder sonstiger Kraftstoff eingespritzt und dann als Luft-Kraftstoff-Gemisch verbrannt. Dadurch wird dann der Kolben auf und ab bewegt, die Kurbelwelle dreht sich und so weiter und so weiter. Das kennt jeder von uns. Man kann aber auch ganz genauso gut, weil Wasserstoff brennt, auch Wasserstoff einspritzen. Man könnte wieder nachtanken, es würde wiederum fast nur Wasserdampf aus dem Auspuff kommen. Man müsste natürlich die bestehenden Fahrzeuge seitens Einspritzanlage, Tankanlage und Kraftstoffsystem insgesamt umrüsten. Aber es wären zumindest nicht alle Fahrzeuge verloren. Wenn man sagt, man will alles auf Elektro umstellen, muss man ja auch mal sich im Hinterkopf haben, wenn wir das hier in Deutschland machen mit unseren 1-2% am Weltemissionsausstoß, ist es ja eh lächerlich. Ist natürlich ein Anfang und tolle Vorbildfunktion, aber bringt ja die Welt nicht weiter. Im Prinzip müssen wir ja sehen, dass die ganze Welt irgendwie weiterkommt mit dieser ganzen Abgassache und dass wir auch überleben können. Und dazu müssen eben alle Länder und alle Autos, und alle Autos der Welt sind Milliarden. Sollen wir die jetzt alle verschrotten und alle neu bauen als E-Auto? Was ist das denn für ein Energieaufwand und für eine Ressourcen- und Materialverschwendung? Weil wie viel wird vom Auto nicht mehr wiederverwendet? Und dann sollen die Hersteller auch nicht sagen, sie bauen ganz tolle recycelfähige Autos und bauen da überall Kohlefaser und sonstige Kunststoffe ein, wo überhaupt gar keiner mehr was recyceln kann. Gleiches Thema übrigens auch für Batterien. Große Batterien und kleine Batterien ist ja auch ein Riesenproblem mit dem Recycling. Weiß ja auch noch keiner so richtig, wie es geht. Wird uns zwar immer wieder irgendwas erzählt, von wegen ganz toller Ideen, aber gesehen hat es auch noch keiner so richtig. Also es sind eben viele Sachen, wo wir entweder nur die Hälfte erfahren oder die eigentlich als Gesamtsystem gar nicht so ganz richtig funktionieren. So. Und deshalb glaube ich, dass Wasserstoff eine gute Idee wäre. Für Elektro und für Verbrennung und für eine relativ schnelle Umstellung weltweit gegen Benzin. So. Und ich denke mal, damit bin ich jetzt erstmal zumindest mit der Seite der kompletten Umstellung durch. Es gibt aber ja noch eine andere Idee, die verfolgt Porsche glücklicherweise recht stark, was uns natürlich auch sehr zugute kommt. Und zwar die neuen E-Fuels. Das heißt, Kraftstoffe oder Kraftstoff, der CO2-neutral
erzeugt und vor allem dann hinterher auch wieder verbrannt wird, weil er wird nämlich schon aus anderen CO2-Sachen gewonnen. Das heißt, der Kreislauf bleibt bestehen, es wird kein zusätzliches CO2 erzeugt oder nur minimal, kein Vergleich zu normalen Kraftstoffen. Die E-Fuels haben den großen Vorteil, dass sie im normalen Verbrennungsmotor mit geringen Umrüstungen, also wirklich deutlich geringer als bei Wasserstoff, verwendet werden können. Und vielleicht kann es sogar so optimiert werden, dass man gar nichts umrüsten muss, dass man einfach sagt, ich habe meinen Oldtimer und kann ihn in Zukunft mit E-Fuel betreiben und bin dadurch deutlich CO2-neutraler geworden. Was auch eine ganz tolle Sache ist, speziell historisch gesehen, also Oldtimer und ältere Fahrzeuge und natürlich zur ganz schnellen Umrüstung. Leider ist zumindest mein Wissensstand derzeit, bei unserer Bundesregierung stößt das Ganze nicht so auf Wohlwollen. Soweit ich weiß, hat noch kein E-Fuel Zulassung und es wird noch nicht mal wirklich drüber diskutiert. Das heißt, Porsche hat da, meinem Wissensstand nach, noch relativ viel Arbeit vor sich. Aber da drücken wir mal ganz doll die Daumen. Und jeder, der ein bisschen normalen Menschenverstand in sich hat, sollte eigentlich begreifen, dass das eine tolle Lösung ist. Und auf normalen Menschenverstand und auf überhaupt Verstand baue ich. Fällt einem manchmal schwer auf Dauer, aber baue ich trotzdem drauf. Ich glaube ja an die Menschheit und ich denke positiv. Könntest du dir vorstellen, in den nächsten paar Jahren ein Projektauto mit den drei gerade genannten Antriebsarten zu bauen? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also ich würde gerne, das wäre allerdings schon ein etwas größeres Projekt, ich würde gerne ein kleines E-Auto bauen. Da hätte ich Spaß dran. Ein kleines E-Auto, es gibt ja schon kleine E-Autos, aber es gibt kein einziges E-Auto, wo ich sage, boah, da setze ich mich als Fahrer gerne rein. Größenordnung, GTI, MX5, sowas wirklich Kleines, Sportliches, wo ich sage, habe ich Spaß, mich am Sonntag reinzusetzen und da fahre ich eine Runde. Weil keiner setzt sich freiwillig in ein E ab und sagt, boah, geil, da fahre ich jetzt mal eine Runde mit. Das ist ja alles, was Kleines im E-Bereich sind, Fortbewegungsmittel von A nach B. Ist für 99,9% der Bevölkerung auch bestimmt richtig, aber wir leben eben von dem 0,1% oder noch weniger, die Spaß am Autofahren haben. Und da gibt es zurzeit leider gar nichts. Das würde ich gerne machen. Ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne beende ich dieses ganze Technikgespräch auch. Ich wünsche mir, dass wir einen guten Weg finden, um weiterhin viel Spaß am Fahrzeug haben zu können und trotzdem unsere Umwelt schonen, retten, verbessern. Weil ohne können wir nicht und nicht mal Auto fahren und haben auch keinen Spaß mehr. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich konnte euch was erklären und aufklären. Und jeder macht sich jetzt selbst seine Gedanken dazu und demnächst sehen wir uns wieder auf diesem Kanal. Bis bald, macht's gut. Ciao.